Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi! Wir sind gerade in Turquay und hier fängt quasi die Great Ocean Road an. Richtig, wir sind jetzt offiziell an der Südküste. Gut, sind wir wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger unterwegs, aber ich glaube, das ist so das, was jeder auch in Deutschland kennt, die Great Ocean Road. Eine der größten Fotoattraktionen ist auf jeden Fall die 12 Apostels. Aber die Great Ocean Road hat noch viel mehr zu bieten und davon seht ihr jetzt mehr. Los geht's! My feelings for you have always been real. Now after all this time, tell me can't you feel? Tell me can't you feel? Tell me can't you feel? Tell me can't you, tell me can't you, tell me can't you feel? Kugelrund wandern wir hier raus. Das sah zwar nur nach einem kleinen Stück Kuchen aus, aber wir sind beide so zugefressen. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr hier hinkommt, holt euch entweder eine heiße Schokolade, also ein Getränk, oder eben eine heiße Schokolade, mach mal auf. Die Kim hat ihr Stück nicht ganz geschafft und dann ist jetzt nur einen Kaffeebecher mitgebracht. Aber holt, bestellt euch bitte nicht beides, das ist viel zu viel. Das war jetzt Kalorienbedarf auf jeden Fall für die komplette Woche. So gefühlt, ne? Ja. Also es ist echt so. Du hast ja bei jedem Getränk so einen Becher Schokolade, so einen guten Shotbecher. So einen Shot Schokolade. Kannst dann auch auswählen zwischen Milchschokolade, weiße Schokolade und... Ja, was war das? Bärenschokolade oder so? Ja, so eine rote Schokolade. Rosa. War auf jeden Fall echt deftig und jetzt geht's weiter. Wäre schon geil, ins Wasser zu gehen, wenn es nicht so kalt wäre. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir standen heute hier auf dem Campingplatz mitten im Wald bei Lorne, also mitten an der Great Ocean Road. Haben wir so einen kleinen süßen See neben uns gehabt. Gestern Abend haben wir noch Besuch von ein paar Vögelchen gehabt, das zeige ich euch jetzt. Kamera erst. Wo willst du hin, ne? Jetzt geht's. Da, apropos Vögelchen, guck mal, da ist doch schon wieder einer. Na, Kumpel? Du warst aber gestern noch nicht hier. Die gestern hatten einen roteren Kopf. Also nochmal, für alle, die glauben, Australien wäre nur warm. Wir haben jetzt die Heizung gerade angemacht, weil... Ja, 8 Grad die Nacht. War, glaube ich, bis jetzt unsere kälteste. Was sagst du? Australien stellt man sich immer nur heiß vor und warm. Und ach ja, die Sonne scheint jeden Tag. Aber die Realität ist definitiv eine andere. Nehmt euch einen dicken Pulli mit und mindestens eine Winterjacke. Ja, auf jeden Fall. Aber es kann ja nur besser werden. So, heute zeigen wir euch mal, wie wir frühstücken, wenn wir irgendwo so einen öffentlichen Barbecue haben. Hier ist so ein Ding, da drückt man hier, das habe ich jetzt natürlich schon gemacht, so einen Knopf so ein paar Sekunden, bis das Lämpchen angeht. Und dann heizt sich das Ding auf. Wie gesagt, sauber gemacht habe ich da auch mal merkt, dass das warm wird. Schon mal so ein bisschen Zeug mitgebracht. Den gerade erstmal sauber gemacht, weil ja die letzte Tage hat es Regen gegeben. Da steht so ein bisschen Wasser drauf, deswegen haben wir den jetzt sauber gemacht. Und benutzen den jetzt. Die Kim wird heute frühstücken.
Ich esse meistens, also entweder ich esse gar nichts, weil ich überhaupt kein Frühstücksmensch bin. Alle so in die viel, Kommentare schreiben, so, die keine Frühstücksmenschen sind. So viel zu dem Thema der Instagram-Umfrage von zuletzt. Und ja, und oder wenn halt Müsli oder Cornflakes, aber eher selten. Yay! Ja, und ich mache mir meistens eher hier so Brot mit Eiern und sämtlichem Zeug drauf. So, und jetzt frühstücken wir hier. Breakfast with a view. Wir haben unser Auto jetzt hier geparkt und werden da unten den Walk zu den Phantom Falls machen. Wir haben uns übrigens gestern bei Kmart für 69 $ endlich mal, ja, es sind eigentlich Arbeitsschuhe, aber für uns sind das Wanderschuhe, weil wenn ich den Weg anguckt, der ist ziemlich matschig und so ist es halt durch die durch den vielen Regen der letzten Tage und Wochen halt überall so. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir so Wege jetzt wieder laufen können mit unseren neuen Schuhen. Das schreit nach einem River Crossing. Waren wir an den 12 Aposteln. Ich glaube, neben dem Uluru und dem Great Barrier Reef die bekanntesten Sachen. Und was sagst du? Ja, also schön zu sehen. Auf schöne jeden Fall. Steine, ja. Schöne Fotokollage für so ein Bildschirmhintergrund. Aber doch, sieht auf jeden Fall schön aus. Aber es steckt halt mehr Marketing dahinter als alles andere. Es waren nie 12 Apostel. Das habe ich selber auch erst damals durch andere Videos erfahren. Und
Ey, was hier los ist, ich meine, guckt euch das an. Ja, hier ist extra ein Weg unter der Straße durchgemacht worden, damit die Leute hier nicht über die Straße rennen müssen, weil ich zeige euch gleich den Parkplatz, das ist Wahnsinn, was hier los ist, mitten im Nichts. Also um euch mal zu demonstrieren, wie krass das hier ist mit dem Parkplatz. Ich schließe gerade mal auf, damit ich hier rein kann. Zeige ich euch das jetzt gerade mal. Hier startet auch gerade der Helikopter. Also das hier ist der Parkplatz. Ja, ist ein bisschen heavy, was los hier. Also wir sind jetzt froh, dass wir weiter können. Ja, wir haben die Great Ocean Road hinter uns gebracht, stehen jetzt hier bei irgendeinem Bauern auf dem Feld, nein, das ist ein Campingplatz. Kim macht gerade Salat, ich bin hier gerade so ein bisschen Steak, Halloumi und Knoblauchbrot am machen. Gönnen wir ein kaltes Bierchen, denn wir haben heute echt gut was abgerockt. Zelt steht, Matratze ist noch ein bisschen feucht von der letzten Nacht gewesen, die haben wir hochgestellt zum Trocknen. Und da hinten ist direkt das Meer. Weil hier vorne geht so ein Fluss und der mündet direkt hier ins Meer und das zeigen wir euch auf jeden Fall morgen. Ich glaube, wir haben eine richtig schöne Ecke entdeckt. Mal gucken, ob das Wetter morgen besser wird. Wir fangen zusammen an. Guten Appetit! So take a go. Das war die Great Ocean Road. Und was sagst du? Ja, ich sage definitiv die Fahrt wert. Es ist jetzt nicht das Highlight von Australien für uns, oder zumindest für mich. Wie siehst du es? Ich sehe es ganz genauso. Also es ist doch sehr, sehr touristenüberlaufen. Ich glaube fast mit am meisten Touris jetzt auf unserer ganzen Reise an der Ostküste runter und jetzt an der Südküste. Die 12 Apostel waren am wenigsten beeindruckend. Tatsächlich. Weil sie einfach klein aussahen. Also ich hätte sie mir viel nicht größer vorgestellt. Ja. Dafür waren andere Stellen wie Loch Alt Gorge und Bay of Islands und die London Bridge einfach viel, viel interessanter. Mhm. Und auch das, was wir am Anfang gesehen haben, die Wasserfälle bei Lorne und der Start von der Great Ocean Road war auch sehr toll. Ja, wir sind schon ein Stückchen weitergefahren. Hier geht es dann im nächsten Vlog weiter. Wenn ihr wissen wollt, wohin oder vielleicht auch schon wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten abonnieren, liken und wir sehen uns im nächsten Video. Und aktiviert die Glocke. Ciao.